Ich habe keine Musik mehr gemacht, weil irgendwie habe ich komplett die Freude daran verloren und habe dann gar nichts mehr gemacht. Und ich habe mir da wie gesagt, ich mache erst dann wieder Musik, wenn es in mir drin sagt, jetzt willst du. Hallo, ich bin Lola Kinn und ich bin heute hier bei Diffus und darf über meine neue EP Mayhem reden. Wo hat deine Faszination für Musik begonnen? Ich glaube, es waren die Emotionen, die es in mir ausgelöst hat. Ich hatte extrem schlechten Zugang zu meinen Emotionen. Ich habe viel nicht zugelassen und habe mich eigentlich nie damit beschäftigt. Und das war wie, da hat es wie Dinge ausgelöst, die halt extrem wichtig sind. Also da konnte ich Trauer spüren, da konnte ich weinen, da konnte ich all diese Emotionen, die ich eigentlich so ein bisschen abgelehnt habe für mich, konnte ich da spüren. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so in die Richtung gezogen. Wie waren deine Anfänge als Musikerin? Ich habe tatsächlich sehr lange nur, also diese Musik, die ich eigentlich machen wollte, nur für mich gemacht, weil ich hatte extrem Angst, mich dem auszusetzen und meine eigene Musik irgendwie öffentlich zu machen. Und ich glaube, ich bereue diese Zeit nicht, wo ich in anderen Bands gespielt habe, aber das war, glaube ich, für mich auch so ein bisschen meine Strategie, um nicht mich dem aussetzen zu müssen. Und ich habe mich so ein bisschen dahin geflüchtet, habe sehr viel gelernt daraus und bin auch sehr dankbar. Aber so retrospektiv war das eher so, glaube ich, da muss ich mich nicht damit beschäftigen, obwohl ich das eigentlich tief im Innern immer gewollt habe. So. Wie bist du dann dazu gekommen, doch eigene Musik zu veröffentlichen? Vor der ersten EP habe ich dann erstmal 2 Jahre gar nichts mehr gemacht und ich hatte da so Lebenskrise, kann man so sagen, und hatte wirklich, ich habe keine Musik mehr gemacht, weil irgendwie habe ich komplett die Freude daran verloren und habe dann gar nichts mehr gemacht. Und ich habe mir da wie gesagt, ich mache erst dann wieder Musik, wenn es in mir drin sagt, jetzt willst du. Und sonst lasse ich es lieber. Ich habe mir einfach die Zeit genommen, die ich brauchte. Das kam dann zum Glück wieder. Irgendwie so ein intrinsisches Gefühl von, ich will Songs schreiben, ich will singen wieder, Musik machen, weil ich habe das einfach 2 Jahre gar nicht mehr gemacht. Und habe dann diese EP aufgenommen und das war für mich ein enorm wichtiger Schritt. Was haben diese 2 Jahre Pause für dich verändert? Ich bin 2 Jahre älter halt auch seither. Und bin irgendwie auch seit diesen 2 Jahren auch viel, viel näher bei mir. Und das überträgt sich extrem auch auf, wie ich an diese neue EP herangegangen bin. Ich habe wie versucht, nur für mich Musik zu machen und nicht für andere. So, ich glaube, das ist so der große Unterschied. Vielleicht zur ersten EP. Mein oberstes Ziel ist, dass ich so authentisch wie möglich sein kann in der Musik. Und ich glaube, ich bin mit der zweiten EP wieder ein großes Stück näher bei mir und was ich will. Worauf legst du bei Musik besonders Wert? Ja, also ich bin schon sehr detailverliebt, auch wenn ich Musik höre. Ich mag das, wenn ich einen Song höre und ich höre gewisse Dinge erst beim 5. Mal oder so und fühle jedes Mal wieder so was anderes. Vieles hat sich auch automatisch so ergeben, wie wir es aufgenommen haben, weil das war alles sehr, also wir hatten das in der Berghütte aufgenommen und vieles, das Rauschen, das war halt einfach da oder das Vogelgezwitscher oder viele Sachen, die waren halt dann einfach drauf. Wie erklärst du dir den Hype um Country-Musik? Also all das Amerikanische hat ja auch oft löst so eine Sehnsucht aus oder diese Western-Filme oder weil das halt für uns irgendwie sehr weit weg ist trotzdem. Also ich glaube, wenn jetzt da noch ein paar andere große Acts, ein paar Country-Albums machen, dann wird das wahrscheinlich dann schon bei uns ankommen, ja. Was gefällt dir am Musikmachen am meisten? Live spielen. Also ganz klar, ja. Live spielen ist für mich wie so, da fühle ich mich am wohlsten, da fühle ich mich am sichersten. Mit anderen Leuten Musik machen und irgendwie im Moment sein, das ist auch der Ort, wo mein Kopf irgendwie ausschalten kann und wirklich einfach ich im Moment bin so. Das ist für mich so das, was mir am meisten Energie gibt und Freude bringt. Gibt es auch Aspekte, die dir schwerfallen? Ich glaube, für mich ist das Schwierigste, so permanent Dinge anzureißen. So,
Weil wenn ich nichts mache, dann läuft auch nichts. Aber trotzdem will man ja vorwärts kommen und man hat Ziele, die man erreichen will. Und das Permanente immer zu 100% hinter dem, was man macht, zu stehen, das finde ich anstrengend. Was sind deine nächsten Ziele? Mein großer Traum jetzt für die nächste Zeit ist es, ein Album zu schreiben und viel live zu spielen. Und viel auch im Ausland, in Deutschland, Österreich zu spielen. Das sind so die nächsten großen Ziele. Ja.